Willkommen bei einem weiteren Mitlernquiz-Video, diesmal über die Muskeln der oberen Extremität und Thorax und Stamm, passend für die Muskeltests. Beginnen wir mit Aussagen zur Thoraxmuskulatur. Welche treffen zu? Der Musculus pectoralis major setzt am Trochanter minor an. Der Musculus coracobrachialis macht eine Retroversion des Armes. Nächste Frage. Der Musculus pectoralis minor setzt am Prozessus coracoideus an und der pectoralis minor senkt und dreht die Scapula und ist ein Atemhilfsmuskel. Und noch eine Aussage, der Musculus pectoralis major hat drei Anteile und entspringt mit der pars clavicularis an der Clavicula, mit seiner pars sternalis am Sternum und an der ersten bis fünften Rippe und mit der pars abdominalis von der Faszie des Musculus rectus abdominis. Kommen wir zur ventralen Gruppe der Oberarmmuskeln. Welche Aussagen sind korrekt? Der Musculus biceps brachii macht im Ellbogen eine Flexion und eine Pronation. Nächste Aussage. Die Sehne des caput breve des Musculus biceps brachii hat ihren Ursprung am Tuberculum infraglenoidale. Nächste Aussage. Die Sehne des caput longum des Musculus biceps brachii zieht vom Tuberculum supraglenoidale der Scapula durch die Gelenkskapsel des Schultergelenks und weiter im Sulcus intertubercularis. Nächste Aussage. Der Musculus biceps brachii hat zwei Ansätze, und zwar einmal an der Tuberositas radii am Radius und einmal im sogenannten Lacertus fibrosus. Nächste Aussage, der Musculus brachialis findet seinen Ansatz an der Tuberositas ulne. Und noch eine letzte Frage, der Musculus brachialis ist ein kräftiger Beuger im Ellbogen, unabhängig von Pro- oder Supinationsstellung. Ist das richtig? Kommen wir zum Trizeps brachii. Welche Aussagen sind korrekt? Das Caput longum hat seinen Ursprung am Tuberculum supraglenoidale scapulae. Nächste Aussage. Das Caput mediale hat seinen Ursprung an der medialen Rückseite des Humerusschaftes. Und die nächste Aussage. Das Caput laterale entspringt von der lateralen Rückseite des Humerusschaftes. Der Musculus triceps brachii setzt mit allen seinen Köpfen am Olecranon an. Und die letzte Aussage. Die Funktion des Musculus triceps brachii ist eine Extension im Ellbogen, wobei der lange Kopf auch eine Anteversion der Schulter macht. Kommen wir zu den Unterarmmuskeln. Welche Aussagen sind korrekt? Die Muskulatur des Unterarmes setzt sich aus den Flexoren, dorsal gelegen, und den Extensoren, ventral und radial liegen zusammen. Nächste Aussage. Am Epicondylus medialis entspringen die Flexoren des Unterarmes. Jetzt eine Aussage zum Brachioradialis. Der Brachioradialis hat seinen Ansatz am Prozessus styloideus radii und er bringt den Unterarm in Mittelstellung zwischen Pro- und Supination und macht eine Flexion im Ellbogengelenk in dieser Stellung. Nächste Aussage. Der Musculus extensor carpi radialis longus und der Musculus extensor carpi radialis brevis entspringen am Epicondylus medialis humeri. Letzte Aussage, der Musculus flexor hallucis longus entspringt am Epicondylus medialis des Humerus. Wir kommen zur Muskulatur der Bauchwand. Welche Aussagen sind korrekt? Der Musculus rectus abdominis setzt an der Crista pubica an. Der Musculus obliquus internus abdominis dreht und neigt den Rumpf zur gleichen Seite und bei beidseitiger Kontraktion beugt er den Rumpf und hilft bei der Bauchpresse und Ausatmung mit. Nächste Aussage, der Musculus rectus abdominis macht eine Annäherung zwischen Thorax und Beckenrand. Noch eine Aussage, der Musculus transversus abdominis zieht schräg von der Crista iliaca zur 11. und 12. Rippe, wo er seinen Ansatz findet. Und eine letzte Aussage, der Musculus obliquus externus abdominis streckt in der Hüfte. Wir kommen zur tiefen Hüft- oder Bauchwandmuskulatur. Der Musculus quadratus lumborum
entspringt an der Spina iliaca anterior inferior. Nächste Aussage, der Musculus quadratus lumborum findet seinen Ansatz an der 12. Rippe und an den Processi costalis des 1. bis 4. Lendenwirbelkörpers. Wir kommen zur nächsten Muskelgruppe der autochthonen Rückenmuskulatur. Welche Aussagen sind korrekt? Die autochthone Rückenmuskulatur dient der Rumpfbeugung. Nächste Aussage. Unter der autochthonen Rückenmuskulatur gibt es keine, die eine Rotationsbewegung ausführen könnten. Nächste Aussage. Am Rücken unterscheidet man die autochthone, also ortsständige oder ursprüngliche, von der sekundären oder eingewanderten Rückenmuskulatur. Nächste Frage. Die Innervation der autochthonen Rückenmuskulatur erfolgt über die Rami dorsalis der Spinalnerven, der Rest über die Rami ventralis. Den Musculus erectus spinae kann man in einen medialen und einen lateralen Trakt einteilen. Und noch eine Aussage, medialer und lateraler Trakt werden weiters in ein gerade und ein Schrägsystem unterteilt. Kommen wir zur Gruppe der kurzen Außenrotatoren der Hüfte. Welche Aussagen stimmen? Der Musculus piriformis hat seinen Ursprung an der Facies pelvica ossi sacri, also ventral, und an der Incisura ischiadica major. Nächste Aussage. Bei Erkrankungen des Hüftgelenks, zum Beispiel bei einer Arthrose, kommt es häufig zu einer Verkürzung der Außenrotatoren. Nächste Aussage. Der Musculus ischiadicus kann unter dem Musculus piriformis eingeklemmt sein. Das nennen wir das Piriformis-Syndrom. Nächste Aussage. Der Musculus piriformis macht eine Außenrotation, Abduktion und Extension in der Hüfte. Und eine letzte Aussage. Zu den kurzen Außenrotatoren zählen Musculus obturatorius externus und internus, Musculus gastrocnemius superior und inferior und der Quadratus femoris. Ich wünsche euch wie jedes Mal ganz viel Glück bei all euren Prüfungen und würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Videos liked, dann kann ich euch noch mehr Content liefern.